Meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer finsteren Runde Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin vorbereitet, habe meinen Energy Drink am Start. Holt euch noch einen Snack und macht euch bequem, dann legen wir auch schon los. Wir sind auf dem Weg zur Dämonenhöhle, haben uns jetzt mal hier ein paar Batterien organisiert. Ich habe uns noch ein Stück Fleisch abgebraten und ich würde sagen, dann düsen wir mal los. Weil ich mal gucken, wo wir hin müssen. Gleich mal gerade direkt hier hoch. Lass mal GPS draußen. Kann nicht schaden. Da oben, die Höhle am See. Da müssen wir hin. Hier sind ja auch noch Gelbautos. Batterien haben wir voll. Wir gucken mal, dass wir hier hochkommen. Und dann halten wir uns mal hier auf dem... Ist da ein Weg? Tatsache. Der führt aber ganz schön schlängelmäßig darum. Ich würde sagen, wir fahren querfeld ein. Ich habe keinen Bock auf Zickzack fahren jetzt. So, kommen wir vielleicht so gar nicht hoch, ne? Dann müssten wir vielleicht laufen. Mal her hier. Ah komm, irgendwo kommen wir doch hoch hier. Weiß das. Na siehste, geht doch. Oh, hör mal GPS raus, damit wir sehen, wo wir sind. Ah, da müssen wir auch noch hoch. Dann biegen wir mal hier oben auf dem Bergplateau dann links ab irgendwo. Hunger, Durst haben wir nicht. Sehe ich gerade, sehr schön. Auch ein schönes Plateau, da ein Häuschen drauf basteln, hier auf dem Vorsprung. Eigentlich auch geil. Aber hier ist man so ab vom Schuss. Ich glaube, hat man viel zu weite Wege. Man könnte das machen, wenn man alles erledigt hat und kurz vorm Endgame steht, dass man sich hierher hin verzieht. Und hier ein schönes Häuschen drauf bauen auf das Plateau. Naja, gut. Wir düsen mal weiter. Ich guck mal gerade, wo wir denn hin müssen, da lang. Das heißt, wir können hier schön den Weg folgen. Das lobe ich mir. So, irgendwie gibt es einen neuen Bug. Das habe ich jetzt festgestellt. Und zwar, wenn ich jetzt keine Waffe draußen habe und ich fahre mit dem Einrad und ich nehme meine Katana raus, dann haut es mich auf die Presse. Schaut mal. Ich will mal gucken, ob das nochmal geht. So, ich fahre mal. Katana raus. Oh, ging. Okay. Copy-Effekt. Oh, ich hab's doch gewusst. Flick und Flack und seine ganze Familie heute hier. Ja, meine beiden. Ne? Komm, wir quälen uns mal hier hoch. Wenn wir es denn schaffen mit dem Einrad. Irgendwie nicht. Irgendwie ist mir ganz schön viel los hier. Wo können wir denn mal lang? Ich muss hier über den Fluss, denke ich mal, ne? Könnt ihr mal gucken, ich bin mir der Meinung, hier war irgendwo ein Gleiter in der Nähe. War das hier? Bin mir gerade nicht sicher. Ich will mal kurz den kleinen See da oben abchecken. Das war auch so ein Felsvorsprung, war das gewesen, das weiß ich noch. Irgendwie. Aber war das hier? Ich glaube nicht. Schade, ich würde gerne einen Gleiter finden, ehrlich gesagt.
Gleiter wäre schön. Aber ich glaube, hier haben wir kein Glück jetzt. Ich bin der Meinung. Na, wir holen uns einen andermal einen Gleiter. Lasst uns mal Richtung Höhle gehen. Dass wir da heute noch ankommen. Dann müssen wir erstmal hier drüber. Bei dem Fluss. Was plätschert da? Blick und Flack, seid ihr das? Kommen wir hier rüber, ohne dass ich einen Roller verliere? Das ist die Frage. Glaub nicht. Hier ging's, sehr schön. So, weiter geht's. Ist man hier auf dem Weg? Dann sind wir auch schon gar nicht mehr so weit weg von der Dämone. Dann müssen wir dem Weg folgen und rechts abbiegen vorm See. Okay, machen wir doch. Jetzt rechts, ne? Ist aber der falsche See. Hoffe ich. Hier wollten wir gar nicht hin. Nee, nee. Nein! Weg mal ab. So. Oh, da ist ein Camp. Oh, da ist schon der erste Einwohner. Oh, der erste ist gut. Gleich eine ganze Truppe hier. Ah, es sieht aber auch nicht so aus, als hätten sie jetzt hier unbedingt interessante Sachen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin doch schon weg. Ja, ja, komm, da ist noch eins. Oh, hier ist ja richtig was los. Zwei große Camps nebeneinander. Die da vorne Mutanten. Die haben Mutanten. Wird ja ganz gerne den befreien. Habe ich den jetzt befreit? Nee. Ich glaube, ich habe dafür den Einwohner einen mitgegeben, ne? So. Jetzt habt ihr ein Problem, meine Lieben. Ne? Setzt euch mal mit Georgie auseinander. Mit Fingerbob. Ich bin weg. Ja, der macht da hinten seinen Job. Fingerbob. Och, die haben ihn erledigt, ey. Oh, ups. Mann, hab ich mich erschrocken. Ah, ich bin ja schon weg. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich stänker ja nicht mehr. Ich höre ja schon auf. So. Wo müssen wir denn lang? Ich glaube, wir können ganz gemächlich auf dem Weg fahren. Sind wir hier hoch? Auf jeden Fall müssen wir darüber. Da kommen wir hoch. Kommen wir aber auch hier rüber, das ist die Frage. Ne? Ja, sehr schön. Aua. Mein erster Crash heute. Sehr schön. Denn hier mal Weg. Eigentlich auf die andere Seite vom See. Ich würde sagen, wir fahren mal erstmal
direkt zum See. Dann schwimmen wir vielleicht rüber. Zu merken, dass wir den Roller hier lassen, ne? Würde ich sagen, dann nehmen wir den mal hier oben ab. So. Und schwimmen mal rüber. Wartet mal. Wenn wir doch schon einen Taucheranzug haben, beziehungsweise hier so ein mit Flossen, dann benutzen wir es doch auch, ne? Dann waren wir einige schneller drüben. So, angekommen. Sehr schön. So, zieh mal wieder aus. Wir ziehen jetzt ein Smoking an. Hier, komm, zur Feier des Tages. Zack. Okay, ich würde sagen, nochmal speichern oder was? Wollen wir uns reinbegeben? Hinein in die gute Stube. Jetzt hat er das Feuerzeug rausgeholt. Der sollte eigentlich die Taschenlampe zücken. Da hat er wohl keine Lust gehabt. Na gut, Feuerzeug soll es erstmal auch tun. Bis denn hier die, bis denn hier die große Action kommt. Ja, wir müssen ein bisschen sparsam sein mit den Batterien. Nur, ich habe ja dreimal Batterien. Da habe ich wohl in meiner Eile doch mehr gesammelt, wie ich dachte. Ich dachte, wir haben ein, höchstens zwei. Dann können wir eine Taschenlampe in die Hand nehmen. Komm mal her hier. So, sehr schön. Was haben wir denn hier? Eine Höhle. Und hier ist Wasser. Kann man aber nicht tauchen. Hier ist ein Weg rein. Oh, die Fledermäuse. Ich dachte, da läuft einer rum, ey. Dabei flattert nur so eine Fledermaus. Und ein paar Kisten. Aha, was haben wir denn hier? Da leuchtet was an der Wand. Okay, ich habe schon den ersten Gegner gesehen. Das ist ein Leuchteputzi. Der wird ein bisschen krasser jetzt. Oh, ich hab's gewusst. Ja? Soll mich auch nicht stören. Oh. Der, du bist der Gefährliche, ne? Ich merke ich mir jetzt. Aua! Ach du Herrje, wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Wir müssen mal kurz weg. Wir müssen mal ganz kurz ein kleines Stück zurückflüchten. Der kommt mir garantiert hinterher. Ja, ja. So ist das, so ist das. Ausdauer haben wir noch genug. Das Rennen können wir noch. Müsste eigentlich mal... Oh, ich muss nachladen. Ich habe auch keine... Ich müsste meine Medizin nehmen. Können wir einfach rausgehen und gleich wiederkommen? Alter Schwede. Der Horror, also dieser komische Mutant, der ist ja nun wirklich heftig, ne? Ess mal einen Fisch, mein Lieber. Trink mal einen Schluck Wasser. Immer eine Medizin, vor allem.
haben nichts zu trinken in der Flasche. Das ist aber ärgerlich. Haben wir denn da? Einen Greg haben wir noch. Wir könnten uns da erstmal eine Dose reinhauen hier. Komm. Einen Greg müssen wir auch noch trinken, auf jeden Fall. Dass wir ein bisschen mehr Power haben. Und dann mal gucken. Eine Medizin reicht gar nicht, ne? Soll gleich noch eine reinhauen hier. Reicht auch nicht. Kann man noch eine Gesundheitsmischung Plus reinhauen? Haben wir sowas? Sehr gut. So. Rüstung. So. Die zwei Knochenrüstung ziehen wir auch an. Und weil wir haben, auch noch zwei Tech-Rüstungen. Damit sind wir wieder mit Rüstung voll. Dann haben wir das schon mal erledigt. Bomben, Granaten, alles soweit da. Wir müssen die Schrotflinte jetzt noch nachladen. Oh, was ist sie denn eigentlich gestellt? Bauchblindenlaufgeschoss. Okay. Also, Schrot ist natürlich angebracht, ne, sag ich mal. Gut, wir haben gespeichert. Sollte jetzt irgendwas passieren, ist halb so wild, sag ich mal, ne? Wir gehen wieder rein. Seid ihr? Ah, wo sind sie? Ist der schon wieder umgestellt auf Blindenlaufgeschoss? Ah, nicht nachladen, umstellen sollst du. Schrotkugeln, jetzt habe ich Schrot. Er war schon wieder auf Blindenlaufgeschoss, warum auch immer. Ich brauche hier Schrotkugeln. Auf jeden Fall, definitiv. Weiß ich auch, warum ich so geloost habe. Bei Blindenlaufgeschosse, die machen ja echt kaum Schaden. Die haben auch keinen Rückstoß. Da war jetzt noch nicht der blaue bei, ne? Der blaue rennt noch irgendwo rum. Es sind nur die beiden hier. Da vorne. Nicht hier. Oh, Munition. Schön. So, dich habe ich schon. Dann fehlt mir immer noch der leuchtende. Liegt auch noch einer. Wo ist der Leuchtende? Er macht mir Sorgen. Oder habe ich den nebenbei doch erledigt schon? Ich habe es nur nicht mitbekommen. Ja, ich glaube, den hatte ich erledigt, ne? Unseren leuchtenden Freund. Ja, holla, holla, die Waldfee. Okay, es geht, wir tauschen jetzt Rüstung aus. So. Dann bauen wir Tech-Rüstung wieder weg. Wir müssen ja auch mal die Billigrüstung hier irgendwie loswerden, die komische Knochenrüstung. Lass uns mal noch die zweite ruhig anziehen. Hauptsache die Tech-Rüstung ist wieder raus. Hier haben wir da irgendwie die Menschen drin in einem goldenen Viereck. Entweder die kommen nicht raus oder die wollen nicht raus. Haben wir hier noch was Besonderes? Ach, hier liegt einer. Gerne, gerne. Okay, weiter geht's. Also die Ausleuchtung ist schon gar nicht schlecht. Mit Schrotflinte und Scheinwerfer dran. Und eine Taschenlampe in der Hand. Da vorne ist ein Durchgang. Wimmert ist golden.
Bisschen wenig Gegner unterwegs hier, ne? Was hier? Gelette. Okay. Schön. Fast ein ganzer Greck, der hier rumliegt, so. So kannte ich denn die Ecke hier nicht? Oder war die früher nur nicht so beleuchtet mit den Schädellampen hier? Ich glaube, die war früher nicht so beleuchtet. Haben die auch neu. Kann ich den aufmachen? Nee. Okay. Schade. Oh, na, dann gehen wir mal drüben zum Licht. Was haben wir denn hier? Tauchen? Okay, alles klar, tauchen. Dann wollen wir mal. Nein, ins Kühle nass. Skeletto? Hallöchen. Ja, wir rauchen mal die Schrotti. Oh, eine Granate. Das ist aber lieb von dir, mein Bester. Kann ich gut gebrauchen. Hier oben ist nichts mehr. Ist irgendwie auch keiner unterwegs hier heute. Ich habe das Gefühl, die feiern irgendwo ohne Party, ohne mich. Oh, Hallöchen. Da ist doch einer zu Hause. Ja, schon wieder sind ein Lockgeschoss. Tatsache. Hatte er. Warum stellt er das denn immer um? Ich verstehe das nicht. Ich will doch die Schrotkugeln. Die guten. Komm, dich nehmen wir mal mit. Ist noch einer unterwegs hier? Hallo. Da vorne leuchtet's. Sollen wir da mal gucken? Also diese neu beleuchteten Areale hier. Ja, doch Babys. Irgendwo höre ich Babys. Ich hasse Babys. Also hier, die mutierten kleinen Drecksviecher. Da ist er. Ach, guck mal. Da hat er sich festgepackt. Unterm Stein. Der kleine Racker. Hocker? Oh. Nichts. Aua. Du kleines, verfluchtes Drecksvieh. Weißt schon, warum ich euch nicht mag, ey. Euch und die hässlichen Zwillinge. Oh, was ist denn das? Ein Gewehr gesammelt? Sehr schön.
Das ist ja auch mal fein. Mal kurz mal Ruhe, mal zu gucken. Gewehr. Da, da, dam, dam, dam. Sehr schön, das ist die Sniper. Ich wusste gar nicht, dass die hier ist. Auch interessant, ey. Gut zu wissen. Ne, da gucken wir mal, was die so bringt, wenn es denn drauf ankommt. Aber erstmal bleiben wir bei der Schrotti. Ist mir am liebsten. Wir ziehen mal die Tauchausrüstung aus. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Sollte man eine Kleinigkeit. Nö. Essen und so brauchen wir nichts. Dann können wir eigentlich weiter. Stückchen Crack können wir mal nehmen. Das wollten wir vorhin schon machen. Ein bisschen gebufft sind. So. Okay. Gut, dann war hier ja aber eine Sackgasse in dem Fall. Müssen wir mal hier weiterschauen. Da vorne leuchtet es auch nochmal. Oder kommen wir da her? Ich glaube, da kommen wir nicht her. Da müssen wir hin. Da ist nochmal. Oh, Fingerbob. Fingerbob. Hallo, mein Bester. Oh, und Babys. Oh, und Babys. Ich hasse euch. Ich mag euch nicht. Find euch eklig. Bäh. Ey, Bob, du doch noch nicht. Warte doch mal. Bob, du bist doch noch gar nicht dran. Du bist doch noch gar nicht dran, mein Bester. So. 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 Abgelachst hat er. Na, lebst du noch? So. Haben wir jetzt noch ein Baby? Er lebt nicht mehr. Ja, er schnauft, ich weiß. Du bist außer Atem. Es war alles sehr anstrengend. Ich weiß. Okay, das scheint ja alles soweit hier erstmal gewesen zu sein. Dann gönnen wir uns jetzt mal schnell ihm sein Häutchen hier. Mal her. Einen gezielten Schuss in die Kniescheibe und danach schön mit der Axt drauf gekloppt. Wir haben ein bisschen Rüstung eingebüßt. Eine Mutantenrüstung, eine Knochenrüstung. Na gut. Dann, füllen wir das mal auf. So. Was haben wir denn hier noch eigentlich so? Ich glaube, hier hinten ist ja nichts mehr weiter groß. Dachte, ich habe jemanden gesehen. Nee, das ist alles hier Sackgasse. Dann gehen wir mal den Gang lang hier, ne? Oh, ein Seil nach oben. Ja, nach oben ist immer gut. Nach oben heißt immer raus. Aber in dem Fall leider nicht. Oh, was haben wir denn hier? Goldenen Gang? Ist da auch wieder aus Solapid gemacht, alles hier? Ih, der sabbert von der Decke. Seid eklig. Was ist ja einer? Einer ist gut, das sind gleich zwei. Mal ein bisschen vorsichtig sein. Da kommt mal her. Kommt mal zu mir. Habt da was? Wo hatten wir noch jemanden oder war es die einzigen beiden? Das ist die Frage. Ich glaube, es waren die einzigen beiden. Ja, kommt. Wir verwerten euch mal. Wir haben ja auch schon wieder eine weggeprügelt, ne? Aber da ich ja zwei kriege, kann ich damit leben. Ist das in Ordnung? Haben wir sonst irgendwas übersehen in dem Raum? Nee, ne? Glaub nicht. Da geht's weiter.
Weil die so lapid gebastelten Gänge hier. Ein Knochen. Das ist aber nett von euch. Sag mal hier. Immer die Schrotflinte wegen dem Licht auch. Unter anderem. Aber. Die Vermutung, jetzt kommt auch gleich mal wieder ein Mutant hier. Kann eigentlich sein, dass hier so Riesengänge sind und hier ist nichts los, Mensch. Na, hört mal. Oh, Rutschpartie. Okay. Rutschpartie. Ja, da sind wir wohl umsonst hochgeklettert. So, jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Ne, jetzt sind wir hier. Hoch geht's nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch. Bis eben hätte man ja noch sagen können, naja gut, okay, wir können ja auch wieder zurück und erstmal was anderes machen. Aber ehrlich gesagt, nein, meine Lieben. Wir sind jetzt hier angekommen. Momentan ist es hier ruhig. Das heißt, die Gelegenheit haben wir, einen Zwischenspeicher einzurichten. Würde ich sagen. Ja, und für euch, meine Lieben, würde ich sagen, war es das hier gewesen erstmal. Wir sind gut vorangekommen. Die Hälfte ungefähr haben wir wahrscheinlich, denke ich mal, ungefähr so müsste hinhauen. Jetzt ziehen wir die Tauchausrüstung aus. Ja, und wenn es gefallen hat, gerne liken, kommentieren. Das freut mich immer. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei, wenn wir uns dann hier weiter durch die Dämonenhöhle kämpfen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!